So, sieht ihr die Uhr da oben rechts? Die funktioniert nicht ganz. Aber ich kann mich in ungefähr daran orientieren. Das heißt also, wenn wir so... Ja. Nee, kann ich nicht. Vergiss es. Das läuft ja eine ganze... Das macht unrealistische Stunden. Okay, ich habe gedacht, das ist eine richtige Uhr. Aber stimmt, wir haben keine 12.12 Uhr, wir haben 18.23 Uhr. Okay. Aber jetzt geht's hier weiter und wir reden wieder mit unserer Tussi hier, die Hotte hier. You've done well, Magnus. Toll, dass du so weit gekommen bist. You've done well, Magnus. Komm, wir labern ein bisschen mit der. Ich hab gerade mit dem Wächter gesprochen. Er meinte, wir können durch das... durch ein Areal, wenn wir nach unten gehen. Aber es kann schon zu spät sein. Diese Dämonen sind einfach durch den Service-Eingang gekommen. Dieser Typ hier und die anderen Wächter, die sind Wärter, nicht Wächter, oder? Wärter. Sind zur Hilfe gekommen, aber mussten aufgeben. Willst du diese Leute hinter dir lassen? Nein, auf keinen Fall, die werden gerettet. Gibt es Hopeless here? Wirst du wirklich diese Rettungsmission weiterführen? Genau. Rescue them. Natürlich werden wir sie retten, auch wenn es uns das Leben kostet. Okay. Sie hat schon mal jemanden gekannt, der so ähnlich ist wie ich. Der Typ war was. Okay. Er war wahrscheinlich der beste Demon Buster in Tokio, den man je getroffen hat. Wenn er noch am Leben wäre. Okay, er ist gestorben. Sad story, bro. So, the missions you should... Okay, also der Typ, der war irgendwie auf so einem ganz easy Mission und da war ein kleines Mädchen und das wollte er retten und dabei ist er draufgegangen. Bei einer einfachen Mission. Aber er wollte halt das Mädchen retten, dass die nicht stirbt und ist selber gestorben. Hut ab! Und sie hat auf ihn aufgesehen und sie wollte ihr Er sein. Wahrscheinlich ist sie das kleine Mädchen vor ein paar Jahren. Schau! There's no point saving somebody if you're going to get yourself killed. Es gibt keinen Grund, sich jemanden zu retten, wenn man sich dabei selber tötet. Das Einzige, was man tut, ist, jemanden anderen traurig zurückzulassen. Vergiss das nicht. Sie geht in irgendein Areal. Ah, weiß nicht, wie das heißt. Okay, wir evakuieren jetzt alle Zivilisten. Dem Zwischensequenz. Unser erster Boss, würde ich sagen. Natürlich guckst du jetzt auf mich, oder? Was? Weil jetzt kämpfen wir, oder? Renn weg. Oh nein, was? Und auch der Hund, der Severus. Du Sau, ich mach dich kalt. Ey, du hast so geschissen, mein Freund. Das gibt's nicht, du hast so geschissen. Oder darf ich dich nicht kalt machen? According to Agent Legend, there was time when you and Zorn spoke to him. Ah, okay. Geschichte vom Babelturm. Eins in einer antiken, alten Legende hat man gesagt, dass die Leute eine Sprache gesprochen haben und einen Turm gebaut haben, der so hoch war, dass er dem Erschaffer sozusagen guten Tag sagen konnte. So. Und der Erschaffer fand es halt scheiße und hat Bumm gemacht. Kennt man ja die Geschichte.
Okay, in Tokio ist irgendwas, irgendein Experiment schief gegangen oder bla bla bla. Und die Viecher, die dabei entstanden sind oder irgendwie rauskommen sind, heißen Dämonen. Okay, und die Menschen haben natürlich gegen die Dämonen gekämpft. Und die kämpfen immer noch. 2002X. Eine große Flut. Jawohl, alles dazu, alles drauf. Day after tomorrow. Very few people survive flooding and people stop fighting each other. Okay, ein paar wenige Dämonen haben diese Flut überlegt und die Leute haben aufgehört, gegeneinander zu kämpfen. Okay, laut dieser Legende oder was auch immer, hat ein kleiner junger Mann die alle davor bewahrt oder sowas. Im 20. Jahrhundert haben die irgendwie solche Dinger gebaut, wo die Leute drin gelebt haben. Und ja, wow. Verdammt, das sieht alles geil aus. Unglaublich. Oh, leckt mich am Arsch, schaut euch das an. Fett. Okay, in Tokio ist er jetzt irgendwie. Once again, the street. Okay, also die haben wieder dieses tolle Projekt da gemacht oder was auch immer. Dämonen sind wieder da und. Shinjuku Babel. Okay, cool. Also die haben ein riesiges Gebäude gebaut und seitdem sind die Dämonen wieder da. Deswegen sagen die Leute in Japan, ey, die Dämonen, die kommen wegen diesem Shinjuku Babel, den sie so genannt haben. Digital Devil Story. Okay. Imagine. Also ich finde das verdammt geil, dass das Ding Story hat. Ich meine so richtig, also dass man quasi wie in einem, boah, wie in einem Persona-Game oder so live dabei ist. Die Bilder sahen auch echt fett aus. Und ich meine, Leute, Moment, man muss jetzt sagen, ich habe dafür keinen Cent gezahlt und mache hier nichts Illegales. Ja, also. On the bright side, it sure beats being dead, doesn't it? Okay, ich habe den Anfang jetzt nicht gelesen. If you arrived just a few minutes late, you'd have been dead for sure. Ah, ja, der hat uns irgendwie gerettet. Vor diesem gigantischen Schieberviech wahrscheinlich. Oh, der Snake Man! Solid Snake! Okay, und der Hund will mich auflisten. Und er hat uns gerettet, noch in dem letzten Augenblick. Und die tun hier scheinbar irgendwie, ja, Demon Buster ausbilden oder was auch immer. Und ja. Cool. Task accomplished. Es ladet gerade wieder alles, ein bisschen länger. Lalala. So. Okay. Sobald mehr schiert, drauf kommt. Ach nee, das liegt jetzt gerade an meinem Fraps, das jetzt hier gerade mit ganz, ganz wenig FPS Rumpf-Effekt. Naja, gut, soll uns nicht stören. Wir reden mit Snake Man. Der hat gemeint, wir sollen ihm unseren Mut beweisen. Wir haben auf dich gewartet, Melone. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich Demon Buster ausbilde. Beginnen wir damit. Demon Buster sind Leute, die es schaffen, sich gegen Dämonen zu beweisen. Ja. Sie haben nicht nur die Kraft, die Dämonen zu besiegen. Nein! Sie können auch die Fähigkeit Demon Summoner, also Dämonenbeschwörerprogramm, in dem Computer in ihrem Arm benutzen. Okay. Und wir können sogar mit Dämonen kämpfen. Also wir kämpfen mit Dämonen gegen Dämonen. Okay. By earning their confidence and drawing out their power. Ah, okay. Also wir müssen ihnen
Dämonenpartnern dann wahrscheinlich beweisen, wie cool wir sind, und dann sagen die sich, hey, der ist so cool. Er ist so cool, Mann, ey. Der ist so cool, Mann, ey. Da mach ich voll Power. Ich gebe ich dem alles, ne? So. You will truly become. Ah, okay. Ja, natürlich werden wir einer. Ja, natürlich habe ich es verstanden. Right now you can use the comp, but you haven't subdued any demons. This will be suitable for you. Interested? Okay, der will uns jetzt eher eventuell schon unseren ersten Dämonenpartner geben. Da wollen wir doch weiterhören. Und er mag unseren Geist. Ich mag meinen Geist auch. Das ist ein ernsthaft verletzter Patient, wo eine spezielle Heilung braucht. Wir können die... Man kann halt die Medikamente im Home 3 machen, aber einer der Zutaten ist eine Schuppe? Scale heißt Schuppe, oder? Nee, ist eine Schuppe von dem Flügel einer Pixie. Diese Schuppe von einer Pixie mit hoher Intelligenz ist sehr effektiv. Ich möchte, dass du mir eine Pixie-Führerin mitbringst. Sie kann den Pixie-Mob kontrollieren. Ja. Leader-Pixies sind irgendwie außerhalb von Home 3 gesichtet worden. Geh einfach Home 3 über den Ostausgang raus und schau. Ja, und schau nach. Okay, ich muss so eine Pixie kaputt machen, damit sie eine. Ja, eins von. Kollege von mir wird. Okay. Und jetzt noch ein Abschiedsgeschenk zum Schluss. Viel Glück an meinem ersten Abenteuer. Okay, Auftrag. You've obtained 30 Opt-Ointen und Chakra-Gum auch. Wahrscheinlich heilt es. Ach du Scheiße, kriegen wir viel. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was das alles ist. Okay. Hier. Look for the leader pixies that appear near home 3. Convince one to return to Snakeman with you. Okay, sind wir. Ach, schau an. Wir sind jetzt zum ersten Mal unter Spielern. Wir werden natürlich keinem einzigen hier Hallo sagen, weil wir sind Asi. So. Okay, ich sehe schon. Ich kenne die Viecher ja aus Persona. Das ist irgendwie Gorgon. Also steht ja sogar dabei. Ah, das ist eine Lilim. Cool, ich will auch eine Lilim oder eine Lilim. Okay. Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal eine Pixie bekommen. So. Jetzt würde ich gerne. Ah, Items schauen. Items. So. Alles equipped. Was ist das? Orb of Seed. Verstehe ich nicht. Demonic Perfume. Okay. Kann man. Da steht's. Ah, okay, da. Okay, cool. Man kann sogar schauen, was das bringt. Increase your movement and that of your demon friends by 50% für 60 Minuten. However, movement will remain the same during battle and skill. Super. Also, ich kann ein bisschen schneller laufen damit. Und zwar 60 Minuten waren's, ne? Ja, 60 Minuten, aber im Kampf habe ich normale Geschwindigkeit. Also, im Endeffekt ist es ganz nett. Ah, okay, also das ist für meinen Tierchenfreund da. Und was ist das? Magnetite? Ah, dieses Magnetite brauche ich, um mir Personas zu erschaffen. So, ich hab's gesagt. Es liegt mir schon permanent auf der Zunge. Und was hat der da? Ey, ist cool. Ich will auch so einen Vogel. Ich hab noch gar nichts. Ich bin doch scheiße. 10 Mana heilt das. Das ist doch. Also diesen Chakra-Gum, den könnte ich doch glatt mal hier unten einbauen. Was ist das? Maka! Maka Macaroni! Dimmicle, that's for you.